Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS25 auf der Galgenberg. So. Machen wir mal mit der Presse. Wo ist das? Ah. Hatte meinen Kopfhörer relativ leise gedreht. Darum habe ich nicht gleich was gehört. So. Haben wir hier noch die Reste sammeln? Da geht es ja an die letzten 5 Bahnen auf dem Feld. Das halte ich schon wieder mich viel zu lange auf. Auch bei Beten 20% abgeschlossen. Da habe ich mal die Einblendung gesehen, die ich immer wieder verpeilt, verpasst, vertütelt hatte. Bleibt wieder was offen. Man hat es leicht, aber leicht hat es einen. So, irgendwann fällt Wärme. Das werden wir heute soweit fertig kriegen, wenn nichts dazwischen kommt. Solange wir das Zeug klar alles wegmachen, da bleibt nichts groß liegen. Finde ich, und da geht das auch schon alles so im Großen und Ganzen in Ordnung, was wir ja von uns eben fabrizieren, tun und entlassen. Gerade jetzt cool. Da waren es nur noch 3. Lieber noch was liegen. Ach, ich sind so getroffen, dass mal ist erwischen, aber falsch gedacht mal wieder. Schön konzentrieren, damit wir alles schick schön mitnehmen.
Und ja, kein Krümel liegen lassen. Geht's auf zur letzten. Und dann verlegen auf das Feld 25. So ist jetzt erstmal der grobe Plan. Und mal gucken, wie wir ihn einhalten können. Auf geht's zum Umzug. Feld Nummer 2. Wir brauchen mit dir her. Und da ist die BGA. Unweit davon haben wir ja hier. Geht's hier los? Bisschen einschläfern der Takt, wenn das regnet, aber müssen wir durch, also durch, wenn wir Frosch werden wollen. Wie ich immer so schön sage.
Ach ja. Gucken, ob Januar alles dann so gut läuft, wie es laufen soll bei mir. Ich will ein bisschen was umstrukturieren, equipment-technisch. Aber da müssen wir gucken, was der Dezember nun bringt. Ich hoffe, das, was ich mir so geplant habe, im Großen und Ganzen passt. Eins davon soll ein neues Mix sein, eventuell. Aber schon muss man die Nebenkosten bezahlen und dann sehen wir weiter, was übrig bleibt. Dann hast du schon wieder dann nach dem Dezembergeld schon wieder ein bisschen versuchen zu sparen für die Farmcon. Mein Hotel und Ticket ist schon mal bezahlt, das ist schon mal, das bin ich schon mal los, das Geld. Das habe ich vom letzten Lohn bezahlt, weil es rauskam, was Phase ist. Und welchen Tag das rausgeschmissen wurde, bin ich nächstes. Ich glaube, 14. Dezember, wo das rauskam. Bin ich gleich am 15. zu meinem Objektleiter und habe da mal lieb und nett und höflich drum gebeten, ob ich die Tage frei bekommen könnte. Das ist ja kein Problem, sage ich mal, im Großen und Ganzen. A, es leider genug Zeit bis dahin und zweitens ist dann hier halt, da ich noch die Wochenenden arbeiten muss, kann man ja das so ein bisschen umstrukturieren drumherum, dass dann ja irgendwie Arbeitstage verloren gehen, wenn die das, die Vorgesetzten das tatsächlich genug wissen. Könnte sich für diesen Fall einen Schlachtplan entwickeln. Aber da muss man halt zeitig nur kommen. Und das ist die Kategorie, wer zuerst kommt, mal zuerst. So. Ach man. Oh, denk mal, sitzt halbwegs auf der Bahn, dann hast du wieder Krütze. Sowieso meistens kurze Kurven. Und die besonders, weil ich nicht sehe. All die Waldbaum. Gehen wir nochmal die Runde, Mutzel sammeln.
Muss sein. Ich will nichts zurücklassen. Und lieber jetzt die Bahn nochmal nachziehen, als wenn ich dann hier, wenn alles schon gepresst ist und die Dinger suchen muss. Das liegt mir weniger wie so. Oh Gott, oh Gott. Mal recken und strecken. Die müden Knochen. Noch ein Zeitviertel ausgepowert. Aber ich muss so sehen, ich muss noch 14 Tage knapp durchhalten und dann kann ich wieder Energie tanken. Oder eigentlich sind es bloß noch 2 Tage, dann kann ich wieder ein bisschen Energie tanken. Weil ich habe ja frei. Dann 29, also reichten 31. 1. 2. 3. Ich glaube, ich gehe erst am 4. wieder arbeiten. Habe ich ein bisschen längeres frei. Und denke mal, das sollte helfen zum Akkus laden. Es kommt nur dazu, es ist dunkel draußen immer, es wird nicht schnell dunkel. Im Winter ist das sowieso ein bisschen an meiner Substanz immer. Ich will nicht sagen, dass ich depressiv wäre, aber ich fühle mich halt schneller ausgelaugt. Weil halt wenig Sonnenlicht ist zum für mich als Kraft tanken. Also in der Sache kann man sagen, ich laufe mehr auf Solarbetrieb. Also ist ja nichts Schlimmes. Und im Winter haben ja vor allem viele Leute ein bisschen, will ich nicht sagen, Probleme, aber haben etwas zu kämpfen mit solchen Sachen wie Müdigkeit und Leistungsfähigkeit. Ist nun mal einfach so. Weil durch das Sonnenlicht gewisse produzierte Stoffe, die in der, ich mal gelinde gesagt, fit halten, im Winter halt weniger produziert werden. Das ist einfach so. Also ist das, wenn das ist die Vitamine, was da weniger. Ob Körper da zusammengeschustert wird, ich weiß es nicht. Bin auch kein Ernährungswissenschaftler, der sich da euch das richtig erklären kann. Bei mir sind so, wie man so schön sagt, gefährliche Halbwahrheiten. Oder gefährliche Halbwissen. Und daher mach ich mir auch keine Platte drum. Vitamin D ist das. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war's. Was dann so ein bisschen im Winter weniger produziert wird. Gibt es solche, das sind diese Tageslichtlampen, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Oder halt. Wie nennt sich das? Kann man wieder mit gewissen Produkten erkennen. Sogar kommt gerade nicht drauf. Ich hasse es, wenn nur das Wort im Mund liegt und ich eine Spatule einfallen will. Da fehlt, da will ich eben die Synapsen jetzt anderen überspringen, um das Wort rauszuhauen. Also was gibt es halt in Pulver- oder Tablettenform? Oder Trachees, je nachdem. Komme auch nie auf den Namen. Nahrungsergänzungsmittel, jetzt habe ich es. Wo man dann bei gewissen
Sachen gegensteuern kann, aber ich bin A, sehr faul dafür, muss ich sagen. Und B, müsste man sich mit dem Arzt auseinandersetzen. Das ist bei solchen Sachen, denke ich mal, sehr hilfreich, aber dazu bin ich einfach zu faul. So, ich habe gerade ein Bling-Bling ins Ohr bekommen. Das heißt für mich, ich bin am folgenden Ende angekommen. Damit verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.